Ziemlich mittelmäßige Daten am Freitag zu den US-Arbeitsmarktzahlen haben ausgereicht, um die Märkte wieder in Panik zu versetzen. Man hat Angst vor einer Fed, die in letzter Zeit total versagt hat. Warum? Weil sie viel zu spät erkannt hat, dass diese Inflation nicht transitory, nicht vorübergehend ist. Und dann hat sie sehr, sehr viel und lange gebraucht, bis sie mal die ersten Schritte gemacht haben. Und erinnern wir uns, es war im März 2021 mit einer kleinen Zinsanhebung von 0,25%. Das war also der nächste Fehler. Paul hatte im November 2021 wohl auf Geheiß von Joe Biden erkannt, oh, wir haben ein Inflationsproblem. Dann hat es noch fast ein halbes Jahr gedauert, bis man erstes Mal die Zinsen angehoben hat, und das mit so Minischrittchen, und das ist nicht genug. Und jetzt versucht man hinterher zu springen, versucht voll auf die Bremse zu treten, und das ist gleich wieder der nächste Fehler, weil man dann umsteuern muss, weil der Stress im System zu groß wird, und dann muss die Fed umsteuern, wenn sie den amerikanischen Konsumenten vor allem nicht über den Jordan schicken will. Und andere Länder gehen vielleicht zuerst über den Jordan, aber die Fed achtet eben sehr stark auf den amerikanischen Konsumenten. Hier sehen wir das. The Fed finally did it. They broke the market. Hier sehen wir, dass Bitcoin das erste Mal jetzt seit gefühlt Jahrzehnten, naja, so lange gibt es Bitcoin ja nicht, volatiler ist als Bitcoin. Und dabei ist der Dow Jones hier der am wenigsten volatile Index an der Wall Street. Im Gegensatz etwa zum Nasdaq oder zum Russell 2000 ist da ja in der Regel etwas weniger Bewegung. Hier sehen wir mal den Chart von Bitcoin. Da waren wir ja über $60.000 und haben es jetzt erfolgreich geschafft, uns unter die 20.000er Marke zu bewegen. Also hier ist die Luft ein bisschen rausgegangen. Es ist, wie Sie hier sehen, in letzter Zeit nicht mehr so volatil. Also wir erleben derzeit, dass Bitcoin etwas weniger volatil ist. Deswegen sind die Aktienmärkte jetzt volatiler als Bitcoin. Sagt aber doch einiges, da ist die Luft schon entwichen aus Bitcoin. Wie viel Luft muss noch entweichen aus den Aktienmärkten angesichts des monetären Klimawandels? Das ist die Frage. Und nochmal zu diesen Arbeitsmarktdaten, auf die Märkte ja mit so viel Panik reagiert haben. Die waren wirklich mittelmäßig vom Allerfeinsten, 263.000 Stellen bei 250 erwartet. Okay, die Arbeitslosigkeit geringer, aber diese Arbeitslosigkeit, die kannst du auch gleich würfeln. Das ist eine wertlose Zahl, weil sie ohnehin nicht der Realität entspricht. Und die Bank of America hat mir hier gezeigt, wie sich die Arbeitsmarktdaten in nächster Zeit entwickeln werden. Und die dürften negativ werden ab Beginn 2023. Das heißt, wir werden Stellen verlieren, und zwar das ganze Jahr 2023. Ohnehin der Arbeitsmarkt ja ein nachlaufender Indikator, auch wie die Inflationszahlen. Das heißt, die Fed agiert aufgrund von Daten, die im Grunde aus der Vergangenheit stammen, und orientiert sich nicht an Frühindikatoren wie die Märkte. Die Märkte gucken eigentlich voraus, die Fed guckt zurück mit Arbeitsmarktdaten und Inflationsdaten. Und das erklärt so ein bisschen diese Spannung zwischen Fed und den Märkten derzeit. Und wir sehen, es hat ziemlich gekracht in diesem Jahr. Der Dow Jones noch der beste Index, aber dennoch im Bärenmarkt mit minus 20%. Dann kommt der S&P 500 minus 24%, dann der Russell minus 30% und der Nasdaq sogar 33% im Minus. Und am Freitag, wie gesagt, hat es gescheppert, vor allem beim Nasdaq fast 4% im Minus. Dow wieder mal der am wenigsten schwächste, er ist doch dann in der Regel der am wenigsten stärkste, wenn es mal richtig nach oben geht, aber wir hatten am Freitag wieder mal einen All or Nothing Day, wie Bespoke hier beschreibt. Das heißt, dass wir mehr als 400 Werte gesehen haben, die gefallen sind, also praktisch ein extrem breiter Abverkauf, den wir gesehen haben, nur ganz, ganz wenige Aktien sind gestiegen. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen drei solcher All-or-Nothing-Days. Also es ist eine relativ extreme Marktverfassung. Entweder es steigt alles oder es fällt eben alles. Und am Freitag ist eben alles aufgrund dieser eher mittelmäßigen Arbeitsmarktdaten gefallen. Vor allem die Dickfische, die teuer sind, so eine Microsoft zum Beispiel oder eine Apple oder eine Tesla, ist auch sehr, sehr teuer, mit über 6% gefallen. Da ist also Luft entwichen aus diesen überzogenen Bewertungsniveaus, die wir derzeit sehen. Dementsprechend der Druck dann eben auch groß, gerade im Nasdaq, und Mohamed El-Erian, ehemaliger BIMCO-Chef, jetzt Allianzberater, sagt, die Fed hat zwei Fehler gemacht, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Erstens, wie ich schon sagte, zu lange
diese Inflation geleugnet, als transitory bezeichnet. Und als man es dann kapiert hat, hat man viel zu spät angefangen, die Zinsen anzuheben. Wie gesagt, im November hat Paul umgesteuert und gesagt, oh, Inflation ist unser allergrößtes Thema jetzt. Auch Larry Brainard in ihren Erklärungen zur Neunominierung als Fed-Chef respektive Fed-Vize, aber erst im März dann das erste kleine homöopathische Zinsanhebungsdöschen, das da verabreicht wurde, und jetzt sprintet man hinterher mit solchen Riesenschritten, und das ist nicht gerade besonders schlau. Jetzt sagen die Fed-Speaker, sagen Mitglieder der Fed, naja, wir machen uns keine Sorgen um die Financial Stability, werden deswegen unsere Politik nicht ändern. Und das ist praktisch so eine Einladung, dass jetzt irgendwas kaputt gehen wird an den Märkten. In der rechten Grafik hier sehen Sie, dass der Stress im Finanzsystem jetzt so hoch ist, mit Ausnahme von Corona, wie er im Grunde zuletzt in der Finanzkrise war und in Gefolge der Finanzkrise. Also da ist richtig Action jetzt am Markt. Pardon, da müssen sich einige neu positionieren. Wichtig ist, wie schaut es aus mit den Spreads? Wie sind also praktisch die Renditeabstände zwischen etwa Staatsanleihen und Junkbonds, also Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität? Darauf wird zu achten sein. Das hält sich noch einigermaßen im Rahmen. Sollte das nach oben ausbrechen, dann haben wir wirklich Panik am Markt. Denn da hängt zu viel dran. Viele Investoren haben Junkbonds gekauft, weil das eben noch ein bisschen Rendite versprach in Zeiten der Nullzinsen. Wenn sie da noch drin sitzen, dann werden sie langsam nervös möglicherweise. Aber nochmal zurück zur Fed und diesen Überdrehungen, die sie jetzt macht, dieser im Grunde Überziehung, dieser Folgefehler, den man macht. Man hat vorher einen Fehler gemacht, jetzt macht man im Gefolge des ersten Fehlers gleich den nächsten Fehler, wie ein ehemaliges Fed-Mitglied sagt, das war effektiv, so 75 Basispunkte am Anfang, als die Fed sozusagen wirklich aufholen musste. Aber jetzt muss sie ein bisschen exakter kalibrieren, muss ein bisschen vorsichtiger werden. Jetzt mit 75 Basispunkte Schritten da noch weiter reinzugehen, ist gefährlich, weil man ja nicht weiß, wie diese Zinsanhebungen wirken. Normalerweise hast du eine Verzögerung, Dreivierteljahr, ein Jahr, bis die Zinsanhebungen wirklich durchs System sich gewälzt haben. Dementsprechend ist das jetzt ein relativ gefährlicher Untergrund, auf dem man sich bewegt. Und genau das Problem ist eben, dass die Fed überhaupt kein Vertrauen in ihre Inflationsprognose hat. Kein Wunder, weil sie immer falsch gelegen hat, ähnlich wie die EZB. Das sagt eben der ehemalige Fed-Economist Nathan Sheets. Die haben zero confidence in their ability to forecast inflation, obwohl es klare Anzeichen gibt, dass diese Inflation jetzt relativ deutlich nach unten kommen wird. Am Donnerstag bekommen wir ja die neuen Inflationszahlen. Das wird der Market Mover schlechthin. So oder so, die Fed hat langsam ein Problem. Sie macht Verluste. Nun muss die Fed nicht wie andere Firmen oder Finanzinstitutionen Mark-to-Market bilanzieren, also relativ schnell sozusagen immer die Dinge einpreisen, bekannt geben, wie sozusagen Vermögensassets sich entwickelt haben. Denn jetzt ist die Situation aber so, dass die Fed eben, wenn sie einen Verkauf tätigt, dann doch das bilanzieren muss. Und wir sehen, jetzt macht sie Verluste und irgendwer muss diese Verluste bezahlen, das ist der Steuerzahler. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, die Kurse sind gefallen, vor allem von Anleihen. Und die Fed hat ja im Rahmen ihres QIs eben diese Anleihen gekauft. Das ist das eine. Und das gilt aber nicht nur für die Fed, sondern das gilt ja auch etwa für Pensionskassen. Da sind die Renditen deutlich gestiegen. Und wir erinnern uns, was ist passiert in Großbritannien, als die Renditen für britische Staatsanleihen so massiv gestiegen waren. Sind Hedgefonds, sind Pensionskassen in Schieflage geraten, weil eben diese Staatsanleihen als Sicherheit hinterlegt werden. Wenn deren Kurse fallen, dann ist diese Sicherheit weniger wert. Verliert sozusagen an, an Sicherheitshinterlegungsqualität, könnte man sagen. Dementsprechend dürfte es auch in den USA einige geben, die schon ganz schön quietschen. Und die Konsumenten quietschen auch. Wir sehen hier Credit Card Interest Rate geht weiter nach oben. Also die Belastung über Kreditkarten wird immer stärker. Wir haben jetzt gesehen in Daten am Freitag, dass die Amerikaner ihre Kreditkarten ausnutzen ohne Ende. Da wird also versucht, der Lebensstandard irgendwie noch zu halten. Wir sehen da immer weitere Steigerungen. Das ist eine nicht gerade gesunde Entwicklung, aber die Personal Savings Rate, also die Ersparnisse, die sind deutlich zurückgegangen.
Und jetzt sind wir etwa, das werden wir gleich sehen, bei den 30-jährigen Mortgage Rates, also Hypothekenzinsen, über 7%, 7,1%. Und die Fed, wie Kylie Bass hier sagt, wird etwas kaputt machen, vor allem in den Emerging Markets. Remember 1994, 97, 98, Russlandkrise. Sie erinnern sich vielleicht noch an die eine oder andere Story, die damals passiert ist. Wir sehen, dass die Financial Conditions, oberer Chart, immer rigider werden, das erzeugte Stress im System. Und unten sehen Sie diese 30-jährigen Mortgage Rates, die weiter anziehen. Und Goldman Sachs sagt das, was ich am Freitag bereits versucht habe zu betonen. Retail has finally blinked. Capitulation is near. Man ist dabei zu kapitulieren. Die Privatinvestoren verkaufen ihre Aktien. Die haben keine Lust mehr, aber die haben insgesamt auf Finanzen keine Lust mehr scheinbar. Hier sehen wir mal, habt ihr in Aktien, Bonds, Commodities, Real Estate oder andere Finanzprodukte investiert? Da sehen wir jetzt einen niedrigsten Wert, ein Allzeittief mit 37,6. Also, wir können sagen, da ist eine gewisse Kapitulation vorhanden. Und das liegt vielleicht daran, dass eben die Meute in zu teure Dinge reingegangen ist, wie zum Beispiel Apple, wie Tesla. Hier sehen wir rechts mal Apple mit einer Marktkapitalisierung immer noch von 2,25 Billionen, während der gesamte Energiesektor, weniger als 2 Billionen auf die Waage bringt. Das ist ein Verhältnis, das nicht stimmt, denn ich brauche Energie, aber Apple, darauf kann ich verzichten, wenn die Dinge sich nicht so toll entwickeln. Also da ist ein Mismatch, eine Verhältnismäßigkeit stimmt nicht und das muss sich gerade rücken. Energie wird das Thema wahrscheinlich dieses Jahrzehnts, denn dass wir zu so billigen Preisen Energie kaufen können, das wird wohl nicht mehr wiederherzustellen sein. Und die Stimmung natürlich jetzt total negativ. Es gibt viele Gründe zu glauben, dass die Aktien weiter abstürzen, der starke Dollar, die steigenden Renditen etc. Aber es gibt hier ein Kaufsignal durch den sogenannten Breath Thirst Signal, der dieses Kaufsignal gibt. Erstaunlich angesichts fallender Märkte, aber wir sind technisch total überverkauft nach wie vor. Wir haben ja in der letzten Woche zunächst diese zwei massiven Rallye-Tage gehabt, aber dann eben das Umkippen dieser Rallye. Wir waren dennoch im Positiven in dieser Woche und sehen, dass wir kurz vor einem Kaufsignal stehen jetzt hier. Also, das könnte interessant werden, gerade angesichts dieser Kapitulation, aber der Markt braucht natürlich jetzt Inflationsdaten am Donnerstag, die das Ganze auch wirklich hergeben, sonst wird es natürlich schwierig. Schwierig wird es natürlich auch angesichts der globalen Lage für viele Firmen, auch in den USA, starker Dollar, eine Riesenbelastung für die US-Firmen. Wir sehen hier, FedEx stürzt geradezu ab. Am Freitag die zweite Gewinnwarnung in Folge. Wir hatten AMD, wir haben Ford, wir haben so viele Firmen, die sagen, das wird jetzt ein kleines Problem. Und jetzt beginnt ja die Berichtssaison so richtig. BlackRock am Donnerstag, Citi, Morgan Stanley, Wells Fargo. Dann am Freitag insgesamt haben Wall Street Banken ihre Earnings Expectations bereits um 34 Milliarden Dollar nach unten genommen in den letzten drei Monaten. Also da ist schon ein bisschen was jetzt passiert. Die Erwartungen sind deutlich nach unten gegangen. Erwartungen sind wichtig jetzt im Vorfeld dessen, was in China passieren wird. Am 16. Oktober ja der Volkskongress. Jetzt haben wir übers Wochenende wieder schwache Daten gesehen. Kaixin Service PMI, also Dienstleistungseinkaufsmanager-Index, 48,1, deutlich Kontraktion. Schrumpfung also der chinesischen Wirtschaft. Jetzt ist das vielleicht wichtiger als alles, was die Fed tut, was da jetzt in China passiert, vor allem in Sachen Corona-Politik. Denn interessant ist, dass Xi Jinping und andere Führer in China zuletzt ohne Maske aufgetreten sind. Das zeigt, dass möglicherweise hier diese harsche Corona-Politik so ein bisschen gelockert wird. Das wäre natürlich sehr wichtig für die Weltwirtschaft. Das wäre ein echter Befreiungsschlag. Und wenn wir jetzt nach Europa kommen, sehen wir diese Explosion der Brücke hier auf die Krim oder hier ein Teilstück dieser Brücke. Putin hat klar gesagt, das war der ukrainische Geheimdienst. Ja, da könnte diesmal was dran sein, aber wir haben jetzt das zweite Event. Der zweite Anschlag auf Infrastruktur, erst der Nord Stream, dann jetzt eben hier die Krim. Und das wird wohl jetzt gekontert
Durch Luftschläge der Russen in Kiew soll es heute Morgen große Explosionen gegeben haben, hat Klitschko, der Bürgermeister, auch bestätigt. Also da muss Putin jetzt irgendwie ein Zeichen setzen und das scheint er jetzt getan zu haben mit dem Angriff auf Kiew. Auch die deutsche Bundesregierung will ein Zeichen setzen. Man will die Menschen beim Gaspreis entlasten. Erst belastet man sie durch eine verfehlte Politik. Gestern hier die Vorsitzende der Grünen in Niedersachsen, die gesagt hat, ja, das Kernkraftwerk Emden, das brauchen wir nicht. Das hat doch der Stresstest gezeigt. Wir brauchen jede Energie, die wir bekommen können. Wann kapieren die Grünen das endlich? Sie werden es nie kapieren, weil sie religiös veranlagt sind und da passt die Realität nicht ins Konzept. Also hält man an der Religion fest, auch wenn es offenkundig widersinnig ist und die Leute wählen das auch noch, weil sie nicht begreifen, dass sie damit ihre eigenen Jobs abwählen. Kann man machen, aber gut, dann soll man eben die Konsequenzen auch tragen. Hier sehen wir also jetzt, soll es den Leuten hintenrum wiedergegeben werden, wohl ein Monat praktisch die Energiekosten erstattet werden und dann soll nochmal eine Maßnahme kommen, alles sehr komplex. Herr Scholz will sich um 10.30 Uhr auf einer Pressekonferenz dazu äußern. Und wir äußern uns auch bei Finanzmarktwelt mit immer besseren Artikeln, meine Damen und Herren. Sie werden es bemerkt haben, vielleicht Aktienmärkte stehen wir vor einer verlorenen Dekade beim S&P 500. Da zeigt Wolfgang Müller, dass es aus finanzmathematischer Sicht nicht mehr so weitergehen konnte. Alle Dinge, die extrem nach oben schießen, fallen irgendwann zusammen. Fahnenstangencharts fallen in sich zusammen. Erste Empfehlung, sehr wichtiger Artikel, weil es sozusagen erklärt, worum geht es eigentlich. Und der zweite Artikel hat es auch in sich. Wir sehen große Abflüsse am Goldmarkt und zwar von West nach Ost. Die Asiaten kaufen, der Westen verkaufte Gold. Hochspannend. Zwei Artikel, die ich Ihnen empfehle und wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.